guten Tag. Heute bin ich wieder einmal hier, um etwas über einen Buchstaben unseres Alphabets zu erzählen. Und zwar über den Buchstaben B. Wir haben hier ein großes B. Nun, das große B sieht aus wie ein dicker Mann, der seinen Gürtel etwas zu eng geschnallt hat. Und B hängt auch mit Essen zusammen, weil doch die Wörter Brot und Butter beide mit einem großen B beginnen. Also nochmal von vorn. Genau genommen ist das ein R. Ja. Und so ein R sieht fast wie ein unten abgeknabbertes B aus, weil ich es noch nicht bemerkt habe. Der Buchstabe P ist auch nicht zu verachten, weil er aussieht wie ein R, das zufällig ein Bein verloren hat. Moment mal! Hör mal du, ich spreche gerade über die Buchstaben. Wenn du mir dauernd was davon abhörst, dann... Haha, also weiter. Mit einem P fangen wirklich die schönsten Wörter an. Buchstaben F beginnen Wörter wie Frosch und wie, was wird das, wenn es fertig ist? Ja,